Ja, das Thema Berufung beschäftige ich mich wirklich schon sehr, sehr lange. Vor allen Dingen, also am Anfang war es ja noch nicht so sehr dieses Thema Berufung, aber schon als Kind habe ich gespürt, weißt du, so dieses Glücklichsein. Also ich wollte immer, wenn ich groß bin, wollte ich glücklich sein mit dem, was ich beruflich tue. Das war so mein Ziel, ja. Und für mich war das so selbstverständlich, dass das so ist, ja, und dass das auch so sein wird. Und wenn ich dem Raum gebe und immer mehr auch mir erlaube zu fühlen, was ist jetzt meins? Das ist letztendlich, das spricht immer, weißt du, und wenn sich etwas gut für mich anfühlt, dann sage ich immer, das ist nichts anderes, wie deine Seele spricht gerade zu dir und sagt, du bist auf deinem Weg. Wenn sich etwas für dich richtig, richtig gut anfühlt, dann ist es gut. Dann ist es dein Weg. Ja? Und das ist sozusagen der Deal, den du mit deiner Seele in Anführungsstrich abgeschlossen hast, nämlich, die Gefühle, unsere Gefühle sind nichts anderes wie die Sprache unserer Seele, die sagt, okay, ja, da geht's lang. Und aber dem geben wir oft nicht so viel Raum, weil wir sagen, na ja, es fühlt sich gut an, aber ich kann doch nicht oder ich muss doch oder was auch immer ich dann damit verbinde. Und aber dem spüren, ah ja, das fühlt sich gut für mich an, also mache ich mehr davon, was sich für mich gut anfühlt, ja. Und das ist der eine Part. Aber der andere Part ist, auch wenn sich für mich etwas nicht gut anfühlt, ja, dann ist es genauso ein Wegweiser, weil er sagt dir nämlich, wenn sich etwas für dich nicht gut anfühlt und du es trotzdem machst, dann ist es eine Aufforderung an dich. Es ist eine Aufforderung, dass du etwas tust, dass es dir gut geht, ja, dass es sich gut anfühlt. Also es ist ein Wegweiser. Dinge, die sich nicht gut anfühlen, sind ein Wegweiser zu den Dingen, die sich gut anfühlen für dich. Also im Grunde hast du immer dein Navigationssystem, deinen inneren Kompass, deinen Seelenplan, den hast du immer bei dir. Das sind deine Gefühle, ja, hauptsächlich deine guten Gefühle, die lenken dich. Und der andere Punkt ist, und da bin ich sehr spät drauf gekommen, muss ich wirklich sagen, wir sind nicht alleine und wir müssen auch unseren Weg nicht alleine gehen.